herzliches Willkommen. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022. Wir haben heute einen Feiertag, den Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes oder ein geruhsames Wochenende oder beides und ja, seid gut in den neuen Monat gestartet. Der Tag der Deutschen Einheit, Verbindendes hervorheben. Das, was uns eint. Die Sonne und die Venus befinden sich in der Waage, harmonisierend. Der Mond ist im Steinbock, macht verlässlich, genau und akkurat. Daran sollten wir uns halten. Wir haben die Sonne im Quadrat zum Mond, ja. Wir haben auch ein Quadrat zwischen Saturn und Pluto. Ja, Saturn ist im Wassermann rückläufig, Pluto ist im Steinbock rückläufig. Also, ich denke, dass da so einiges im Argen ist, was man bereinigen sollte. Aber man sollte das in Ruhe und sachlich tun. Wir haben auch eine Energie zwischen Merkur und Neptun, deswegen die Rückläufigkeit ist noch nicht ganz ausgestanden, insofern, dass er noch nicht wirklich in Schwung ist, der Merkur. Und mit Neptun kann er einige, ich sag jetzt mal, Fantasiegebilde in die Gedanken holen. Deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, langsam machen und sich genau anschauen, wie die Sachlage ist. Wir schauen uns das jetzt für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Montag, 3. Oktober 2022. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir und wir schauen uns an, was wir an diesem Tag für den Widder allgemein haben. Sonne und Venus in der Waage, Sonne im Quadrat zum Mond, der Mond ist im Steinbock. Ja, Sonne ist ja harmoniebedürftig und Mond ist mir, wir setzen uns durch, deswegen im Quadrat. Wir haben auch Saturn im Quadrat zu Pluto, also ein bisschen vorsichtig vorgehen. Was haben wir für den Widder am heutigen Montag? König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Das kann ein Fachmann sein, das Gespräch, eine Genauigkeit. Vielleicht fragt man jemanden um Rat, möglich. Es kann sein, dass man selbst auch Dinge, ich sag jetzt mal, verlauten lässt. Wir haben einen Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Vielleicht geht es um eine neue Sache, ein Projekt oder jemand meldet sich. Wir haben 10 der Kelche, sehr gefühlvoll, sensitiv, liebevoll. Und möglicherweise geht es um Veränderungen, die anstehen, um Dinge, die man vielleicht auch angehen möchte. Die 10 der Kelche kann die Familie betreffen, kann aber auch das betreffen, was du gerne machen möchtest. Vielleicht ist es eine Verlautbarung von etwas, was man umsetzen möchte. Wir haben den Eremiten. Wir haben ja auch noch den Merkur in der Jungfrau. Jetzt vorläufig, aber wie gesagt, es ist so, dass momentan eben Merkur noch nicht so wirklich in Schwung ist. Man sollte nichts vom Zaun brechen, man sollte nicht übereifrig sein, wenn man es irgendwie bewerkstelligen kann. Ja, es geht darum, sich zu überlegen, wie man weiter vorgeht, vielleicht zu besprechen oder eben Ratschläge anzunehmen, sich auszutauschen. Also tatsächlich ruhig jemanden um Rat fragen, wie es weitergehen soll, wie man etwas umsetzen kann. Ja, liebevoll, aber auch sachlich und gut überlegen. Viel Erfolg und ich sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir und ich hoffe, du hattest ein erholsames Wochenende. Kannst das hiermit verlängern. Wir haben die Sonne und Venus in der Waage, wir haben den Mond im Steinbock. Das ist für dich sehr, ich sag mal, naheliegend, weil du ja auch Erdenergie bist, Pragmatismus lebst. Die Sonne und der Mond stehen im Quadrat, das heißt also, da kann es ein bisschen zu Störungen kommen, auch mit Saturn Quadrat Pluto kann es dazu kommen, dass man ein bisschen zu heftig reagiert oder vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Stier haben am heutigen Montag. Auch den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Wir haben das Rad des Schicksals, die Dinge ja von außen mit dem Flow gehen und die Manifestation. Was setzt man um? Was überlegt man, wie man Dinge handhaben kann oder wie man damit umgehen kann, welche Ideen man umsetzen kann, möglicherweise wie man die eben real umsetzen kann. Also
Das können ja tolle Ideen sein, die in ein paar Jahren umsetzbar sind, aber wie kann man das vielleicht jetzt in diesem Moment schon ja so ein bisschen in Gang setzen? Wir haben die Zurückhaltung. Das heißt, momentan fühlst du dich noch nicht bereit, Dinge mit anderen zu teilen, die dir vorschweben oder Dinge, die du vielleicht umsetzen möchtest. Möglicherweise ja, bringt dich ja auch jemand auf die Idee und du bist da etwas vorsichtig. Vorsicht ist auch ganz gut. Man sollte jetzt gerade auch nichts überstürzen, weil eben Merkur noch ein bisschen Schwung braucht. Er ist in der Jungfrau und für dich natürlich auch sehr gut. Die Kommunikation funktioniert sehr gut. Vielleicht überlegt man Dinge, aber man ist noch nicht spruchreif oder man ist noch nicht so weit, dass man die Ergebnisse mit anderen teilt oder eine letztendliche Entscheidung trifft. Ihr könnt da ruhig drüber weiter sinnieren. Es ist wichtig, dass ihr diese guten Ideen im Kopf behaltet oder weiter daran arbeitet. Ich wünsche dir einen schönen Montag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir und ich hoffe, du konntest dieses Wochenende nutzen, dich zu erholen, zu regenerieren und verlängerst das heute einfach. Wir haben die Sonne und die Venus in der Waage, was sehr schön ist für dich. Der Mond ist im Steinbock und pocht auf Verlässlichkeit und möglicherweise geht es auch da um Geschichten des Macht, der Macht oder wie man etwas umsetzen kann. Sonne steht im Quadrat zum Mond und auch Saturn, der rückläufig ist im Wassermann, steht im Quadrat zu Pluto, der rückläufig ist im Steinbock. Okay, da kann es Diskussionen geben. Wir schauen mal, was wir für die Zwillinge heute haben. Wir dürfen noch nicht vergessen, Neptun rückläufig in den Fischen. Ich weiß, ich hänge dir in den Ohren damit, aber es ist einfach so, dass das schon mal ein bisschen die Realität verwischt. Wir haben die Strategie für dich. Du überlegst dir, wie es weiter vorangeht. Du suchst dir natürlich Ruhephase, überlegst in aller Ruhe oder besprichst dich auch. Und wir haben die 6 der Schwerter. Sehr gut, Entspannung ist gut. Und auch Überlegungen sind gut, strategisch vorzugehen. Du hast da vielleicht einige Gespräche. Kommunikation läuft, glaube ich, ganz gut. Aber du bist noch nicht so weit, dass du Entscheidungen triffst. Das haben wir eben auch gehabt beim Stier. Es geht darum, einfach mal zu überlegen. Man muss nicht immer erschöpfende Ergebnisse haben, wenn man über eine Sache nachdenkt. Man kann einfach die Möglichkeiten abwägen. Und wichtig ist, dass du Ruhe bewahrst und ruhig bleibst, dich nicht so unnötig aufregst oder so, sondern vielleicht auch entspannt an die Dinge rangehst und auch mit anderen entspannt über Dinge sprechen kannst. Wir haben ja gehört, dass eben Pluto und Saturn eben auch nicht so optimal laufen. Man sollte jetzt vielleicht auch noch nichts Neues beginnen, einfach weil Merkur noch nicht richtig in Schwung ist. Und Merkur steht auch in der Jungfrau. Also es geht darum, die Dinge müssen Hand und Fuß haben, wenn sie umgesetzt werden wollen. Aber ein bisschen träumen darfst du heute. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute beim Montag, 3. Oktober 2022. Ich hoffe, du hast einen schönen Feiertag und konntest das Wochenende genießen bzw. dich erholen. Wir haben heute Sonne und Venus weiterhin in der Waage. Der Mond ist im Steinbock. Es geht um Verlässlichkeit, um Genauigkeit. Sonne und Mond stehen aber im Quadrat. Das heißt, naja, das Äußere passt nicht so gut zum Inneren. Und wir haben auch Saturn Quadrat Pluto. Saturn im Wassermann rückläufig zu Pluto im Steinbock rückläufig. Macht und Ohnmacht, solche Sachen könnten heute zutage treten oder im Gespräch vorkommen. Sei da einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen distanziert, würde ich dir raten. Auch du hast 4 der Schwerter Ruhephase. Wir haben ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität und wir haben Geselligkeit. Also gesellschaftlich möchtest du gerne vorankommen. Du überlegst dir, wie du das angehen kannst. Ich denke mal, dass du sicherlich schon einiges umgesetzt hast. Wir haben den Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen von deiner Seite, aber auch, ich denke, von deinen Mitmenschen. Das ist sehr schön, das solltest du genießen. Familiär zusammen sein, hier geht's auch ganz langsam mit dem Ast der Münzen. Das ist nichts, was man mal eben schnell macht, sondern das braucht Zeit, das braucht einen langen Atem. Deswegen ist die Ruhephase schon sehr gut und liebevolles Miteinander stärkt dich als Krebs, der du sehr familiär bist, natürlich auch. Also tu dir ein bisschen Ruhe an, genieße diesen Feiertag, gönn dir ein bisschen Auszeit
und lass dich so ein bisschen verwöhnen von deinem Leben. Oder ja, genieße einfach das Zusammensein mit der Familie, mit den Menschen, die dir viel bedeuten, und regeneriere. Ich denke, dass die Woche noch einiges zu bieten hat und dass man da eben gut ausgeruht in diese Sache reingehen sollte. Merkur ist ja auch noch vorläufig jetzt in der Jungfrau. Geh es langsam an, nichts überstürzen, und dann bist du auf der sicheren Seite. Einen schönen Start in diese Woche und ich sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Genieß die Ruhe, die du noch dazu gewonnen hast. Es ist wichtig. Ich hoffe, du hattest auch ein entsprechend schönes Wochenende. Geruhsam und entspannend. Das soll heute so weitergehen. Wir haben die Sonne und Venus in der Waage, den Mond im Steinbock. Da geht es um Verlässlichkeit. Wir haben Sonne im Quadrat zum Mond. Also Sonne und Mond gehen nicht so Hand in Hand. Genauso wie Saturn und Pluto, die sind sich auch nicht grün. Der Saturn ist rückläufig im Wassermann, der Pluto rückläufig im Steinbock. Also schön langsam angehen, nichts aufs Spiel setzen. Was haben wir heute für den Löwen? 5 der Schwerter, Unliebsamkeiten ansprechen, Geduld haben, das ist wichtig, ist auch der Erfolgsgarant. Und die 7 der Kelche, sich bewusst sein, dass nicht alles möglich und machbar ist. Wir haben Merkur, immer noch so ein bisschen träge. Und deswegen sollte man noch nichts Neues beginnen. Ich denke mal, es geht darum, dass deine Ansprüche sehr hoch sind. An dich selbst oder auch an andere. Du solltest ein bisschen Geduld mit dir haben, Geduld mit den Leuten und auch der Situation. Es geht um Selbstfürsorge. 9 der Münzen ist Unabhängigkeit, Freiheit, Single-Dasein, Selbstständigkeit, aber auch die Selbstfürsorge. Wenn du ständig unter Strom stehst und von dir Unmögliches verlangst und das vielleicht auch noch von anderen, dann nimmt das Raubbau an deinem Körper und an deiner Seele. Du solltest dir Ruhe gönnen, geduldig sein, in der Ruhe liegt die Kraft und der Erfolg, weil man durch die Ruhe eben auch Fehler vermeiden kann. Vielleicht bist du ein bisschen unruhig, hast ein wenig das Bedürfnis, Dinge durchzustarten, aber das solltest du lieber lassen. Denn momentan ist es noch nicht die beste Zeit, um Dinge voranzuschieben. Vielleicht gönnst du dir einfach Ruhe und wirst dir klar darüber, dass wirklich Ruhe auch beinhaltet, fehlerfrei, verlässlich und langfristig. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Montag, 3. Oktober 2022, mit Sonne und Venus weiterhin in der Waage, mit Mond im Steinbock, was für dich als Erdenergie natürlich toll ist, aber Sonne und Mond vertragen sich nicht so gut, sie stehen im Quadrat. Also äußerliches und Gefühlsleben passen momentan nicht so gut zusammen. Saturn im Wassermann rückläufig steht auch im Quadrat zu Pluto im Steinbock rückläufig. Es kann also zu Diskussionen oder Differenzen kommen. Der Merkur ist in deinem Zeichen jetzt vorläufig, aber er sollte noch nicht zum Durchstarten anregen. Lieber ein bisschen langsam machen. Und wir schauen uns an, was wir heute an diesem Tag für die Jungfrau haben. Im Hinterkopf behalten wir Neptun in den Fischen rückläufig, beeinflusst die Wahrnehmung, die realistische Wahrnehmung. Du hältst an etwas fest oder bist von etwas überzeugt. Sparsamkeit ist es auch. Das Ass der Münzen, Stabilität und Sicherheit und ein leidenschaftlicher Neuanfang. Kann bedeuten, dass du dich um Finanzen kümmerst zum Beispiel, dass du sagst, ich trete da ein bisschen kürzer, ich werde da sparsamer oder ich habe eine neue Geldquelle aufgetan. Mit der Leidenschaft begeisterst du dich dafür, aber du solltest keine Schnellschüsse starten. Es ist einfach so, dass momentan eben Merkur noch nicht in Schwung ist und dass eben die Energien nicht so optimal sind. Aber wie gesagt, du entscheidest, was du daraus machst. Es ist wichtig, dass du dir ganz sicher bist, dass du überzeugt bist und dass du nicht einfach so aus einer Laune heraus agierst. Wir haben die 6 der Münzen, es geht um Ausgewogenheit. Also das Risiko oder das, was du wagen willst, hier abwägen. Ist das okay oder ist das nicht okay? Ist das vielleicht übertrieben und so weiter? Steht das zum Beispiel in meinem Budget oder eher nicht so? Ja, und ich denke, der Neuanfang in Sicherheit und Stabilität und mit Leidenschaft ist natürlich schön, aber er sollte in Ruhe begangen werden. Er sollte nicht einfach so, ne? Weil hier 6 der Münzen sagt auch, dass man sich mit anderen arrangieren sollte, dass man keinen Alleingang vornehmen sollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen.
Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Montag, 3. Oktober 2022. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir und dieses verlängerte Wochenende nutzt du hoffentlich, um zu regenerieren. Wir haben Sonne und Venus in der Waage. Wunderschön für dich. Wir haben den Mond im Steinbock, Verlässlichkeit, Genauigkeit. Ja, auch ein bisschen Machtspiele können drin sein. Das ist natürlich, Sonne und Mond stehen sich im Quadrat, also nicht so deins. Wir haben auch Saturn im Wassermann rückläufig, im Quadrat zu Pluto im Steinbock rückläufig. Also Machtkämpfe können passieren. Vorsichtig damit. Wir schauen uns an, was wir für die Waage an diesem Montag haben. Allgemein, du entscheidest. Ritter der Kelche, liebevolle Energie von dir oder deinen Mitmenschen. Man steht vor einer Entscheidung möglicherweise und man möchte das gemeinsam besprechen, planen, vielleicht auch miteinander Ziele angehen und vielleicht auch einen Kompromiss finden. Man ist sehr liebevoll zueinander und du solltest diesen Tag eben in freundschaftlichem Beisammensein genießen. Ich glaube nicht, dass eine Entscheidung gefällt wird heute. Man sollte sich auch Zeit lassen, da Merkur noch nicht wirklich im Schwung ist, wieder vorläufig. Der ist übrigens in der Jungfrau. Da geht es auch darum, genau zu sein, verlässlich zu agieren und sich aufeinander vielleicht auch abzustimmen, aber noch nichts Konkretes umzusetzen. Man möchte gerne, man hat jetzt ja diesen Merkur rückläufig lang genug hinter sich gebracht, aber ich würde dir einfach vorschlagen, genieße die Harmonie untereinander, das Miteinander, die schöne Energie an diesem Montag und versuche da verbindliche und nette Aspekte zu besprechen vielleicht oder auszumachen. Man fühlt sich einfach wohl, man genießt das und das solltest du. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn du dann mit dieser schönen Energie in die nächste Woche praktisch startest. Einen schönen Start in diese Woche und dann bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Montag, 3. Oktober 2022, Tag der Deutschen Einheit, ein Feiertag. Ich hoffe, du hast das verlängerte Wochenende gut genutzt, dich erholt und regeneriert. Wir haben für dich an diesem Montag natürlich die Sonne und die Venus in der Waage. Der Mond ist im Steinbock. Das ist so ein bisschen Verlässlichkeit, aber auch ein bisschen Machtgehabe. Vorsichtig damit. Man will sich vielleicht durchsetzen. Wir haben Sonne und Mond im Quadrat. Das heißt, Gefühlsleben und Realität passen nicht immer so optimal zusammen. Wir haben Saturn im Wassermann rückläufig im Quadrat zu Pluto. Pluto ist im Steinbock rückläufig. Und da kann es vielleicht auch zu Gerangel kommen. Sei da bitte vorsichtig. Was haben wir jetzt für den Skorpion? Wir haben den Stern, das ist Wassermann-Energie, der Heilung, Dingen auf den Grund gehen, aber auch sensitiv. Wir haben die 7 der Kelche, da ist so ein bisschen hohe Erwartungen im Gefühlsbereich, vielleicht von dir, vielleicht von deinem Gegenüber. Da ist aber die Heilung drin, dass man eben auf den Teppich zurückkommt und sagt, okay, man sollte nicht zu viel erwarten oder man sollte vielleicht auch nicht von den anderen zu viel erwarten. Wir haben das Rad des Schicksals mit dem Flow gehen, sich den Gegebenheiten anpassen, vielleicht den schönen Tag genießen, gemeinsam mit den Lieben oder mit der Familie und Freunden. Also so ein bisschen sich anpassen, eben die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, einfach genießen mit der Waage-Energie. Wir haben auch bei dir die Hohepriesterin, Sensitivität. Du kannst dich sehr gut heute auf andere einstellen. Vielleicht kannst du auch trösten, vielleicht kannst du Gefühle heilen, vielleicht könnt ihr auch gemeinsam, ich sag mal, ein gesundes Maß, was den Gefühlsbereich betrifft, finden. Ja, da sind sehr viele Gefühle drin, aber auch Sachlichkeit. Wichtig ist, dass keiner versucht, dem anderen irgendwas aufzudröseln, aufzuzwingen. Aber ich denke, dass du sensitiv genug bist, in diesem Zusammenhang adäquat diese Energie zu nutzen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Montag, 3. Oktober 2022, Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, du hast Zeit gehabt, das Wochenende und das verlängerte Wochenende zu genießen, zu regenerieren. Und wir haben heute auch an diesem Montag Sonne und Venus in der Waage, was sehr schön für dich ist. Der Mond ist im Steinbock, da haben wir so ein bisschen Verlässlichkeit, Genauigkeit, vielleicht auch ein bisschen Machtgehabe, denn wir haben die Sonne und den Mond im Quadrat, also Gefühlsleben und äußere Einflüsse sind nicht immer optimal. Wir haben Saturn im Wassermann rückläufig im Quadrat zu Pluto, der ist
im Steinbock rückläufig. Machtkämpfe, Machtgehabe können heute stattfinden. Sei da bitte ein bisschen vorsichtig, auch mit Merkur, der ja jetzt vorläufig ist in der Jungfrau, kann Kritik geübt werden oder vielleicht sollte man nicht zu hastig voranstreben. Wir haben die 10 der Kelche, ganz viel Gefühl. Wir haben die 10 der Stäbe, die Verpflichtungen und wir haben die Kommunikation. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt, mit der Kritikfreude des Merkur in der Jungfrau, dass man selbst nicht zu kritisch wird oder dass man eben auch, ich sag mal, mit den Verpflichtungen, den Dingen, die man vorhat, eben freundlich umgeht. Wir haben die 3 der Stäbe. Du solltest strategisch vorgehen. Also je nachdem, mit wem du sprichst, aufpassen, dass du da eben nicht ins Fettnäpfchen trittst oder vielleicht auch, naja, dich beklagst oder so. Aber mit den 10 der Kelche ist es ein gefühlvolles, energetisches Handeln. Aber vielleicht ist jemand anderer auch kritisch und nerv dich damit. Auch das ist möglich, ja. Sei da strategisch, nimm die Kritik einfach hin. Reg dich möglichst nicht darüber auf. Man sollte jetzt auch nichts Neues starten. Merkur ist noch nicht wieder so richtig im Schwung. Wir haben ja auch noch die Energie mit Merkur und Neptun. Man sieht nicht alles so klar. Und deswegen mach langsam und versuche, diesen Tag noch zu genießen. Ich wünsche dir einen schönen Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022, Tag der Deutschen Einheit. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag und hoffe, du hast das Wochenende und damit auch das verlängerte Wochenende gut für dich genutzt. Wir haben die Sonne und Venus weiterhin in der Waage. Der Mond ist in deinem Zeichen. Da geht es um Verlässlichkeit, Genauigkeit. Das kennst du. Wir haben aber Sonne und Mond im Quadrat. Also Gefühl und Realität passen nicht ganz zusammen. Kann Ärger bedeuten. Wir haben auch Saturn im Wassermann rückläufig im Quadrat zu Pluto im Steinbock rückläufig. Also auch da kann es zu Machtkämpfen kommen oder Auseinandersetzungen. Sei da bitte sehr vorsichtig. Wir haben auch die Sonne im Quadrat zum Mond. Wir haben den Merkur in der Jungfrau. Es kann spitze Bemerkungen geben, Kritik und so weiter. Wir schauen mal, was wir für den Steinbock heute haben. Merkur sollte man vor allen Dingen auch noch nicht so nutzen, weil er noch nicht wieder in Fahrt ist. Neue Wege möchtest du gehen, gefühlsmäßig. Der Herrscher bedeutet die Verantwortung übernehmen und vielleicht auch, naja, so ein bisschen selbstbestimmt rüberkommen. Vielleicht auch, naja, ich sag mal anderen gegenüber ein bisschen autoritär. Die 4 der Münzen, du hältst an deiner Einstellung, deinen Vorstellungen fest. Und das kann natürlich zu Ärger führen, wenn du diese neuen Wege ansprichst oder wenn du jetzt krampfhaft versuchst, etwas umzusetzen. Bitte nicht. Also nicht gewaltsam oder ich meine jetzt erzwingen geht nicht. Königin der Schwerter ist Aufrichtigkeit zu sich selbst. Das bedeutet, dass man eben ehrlich sein sollte, dass man da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das wäre ganz gut, wenn du dir das eingestehen könntest und wenn du da vorsichtig vorgehst. Neue Wege zu gehen, zu planen, ist okay, aber bitte nicht, ich sag mal, mit der Herrschermentalität, was die anderen sagen, ist mir egal. Bitte nicht. Sei aufrichtig, sei authentisch, sei ehrlich, du kannst erzählen, was du dir vorstellst, aber du solltest mit vielleicht anderer Meinung oder mit anderen Dingen, die andere sagen, auf jeden Fall entgegenkommt, umgehen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Montag, 3. Oktober 2022. Sonne und Venus in der Waage unterstützen dich, Mond im Steinbock. Sorgt vielleicht dafür, dass du ein bisschen zu selbstgerecht rüberkommst oder dass du mit Autoritäten zu tun hast. Wir haben Sonne und Mond im Quadrat, das heißt Gefühl und Realität passen nicht ganz zusammen. Saturn im Wassermann rückläufig steht auch im Quadrat zu Pluto im Steinbock rückläufig heute. Das kann zu Machtkämpfen oder Streit führen. Sei da bitte vorsichtig. Auch Merkur, der jetzt vorläufig in der Jungfrau sich befindet, ist noch nicht wieder im Schwung. Es kann zu unnötigen Streitereien kommen, wenn man nicht Acht gibt. Schauen wir uns jetzt an, was wir heute an diesem Montag für den Wassermann haben.
Ein leidenschaftlicher Neubeginn. Ja, ich sagte ja gleich, man sollte nicht zu forsch vorgehen. Der Eremit, das ist die Jungfraukarte, da ist der Merkur vielleicht auch, dass man gut überlegt, bevor man etwas, wofür man brennt, umsetzt. Die Mäßigkeit hilft, innere Gelassenheit zu finden, sich also nicht zu sehr, ich sage jetzt mal auch in Provokation zu stürzen oder davon ja selber welche weiterzugeben. Wir haben die Königin der Schwerter, sei aufrichtig und ehrlich zu dir selbst. Dass gewisse Dinge vielleicht auch derzeit nicht möglich und machbar sind, dass es Zeit braucht, die Dinge zu entwickeln, sei aufrichtig und ehrlich zu dem, was du umsetzen möchtest, aber du musst es nicht jedem, ich sag mal, aufzwängen, ja. Such dir lieber ein Plätzchen, wo du überlegst, wie du das in der Realität machen kannst, wie du das langsam, gemächlich aufziehen kannst. Also die Planung ist dabei wahrscheinlich wichtiger als die letztendliche Durchführung. Und heute wäre halt nicht der Tag, jetzt so einen Raketenstart hinzulegen. Wir brauchen noch mindestens ein oder zwei Tage, bis Merkur dann auch mitzieht. Und vielleicht könnte das sonst zu Kritik führen. Ja, der Eremit ist ja so, dass er sich aller positiven und negativen Seiten bewusst ist, auch seine eigenen Fähigkeiten einschätzt und dann eben gemäßigt und wahrheitsmäßig vorgeht. Das ist der beste Weg, den du gehen kannst. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute beim Montag, 3. Oktober 2022. Sonne und Venus weiterhin in der Waage. Der Mond ist im Steinbock. Das bringt dich auch nach vorn, weil auf Genauigkeit und Verlässlichkeit geachtet wird und dass man eben auch Selbstverantwortung übernimmt. Wir haben aber Sonne und Mond im Quadrat. Das kann Ärger bringen oder Widerstand zumindest hervorrufen. Saturn im Wassermann rückläufig steht im Quadrat zu Pluto im Steinbock rückläufig, was zu Machtkämpfen führen kann. Du solltest dich vielleicht nicht unbedingt darauf einlassen. Du bist auch von Neptun in den Fischen ein bisschen beeinflusst. Natürlich, das ist rückläufig, Neptun in den Fischen. Und du solltest nichts forcieren, denn Merkur braucht auch noch ein bisschen Schwung, bis er wieder richtig vorläufig ist. Schauen wir uns an, was wir heute an diesem Montag für die Fische haben. König der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Fünf der Münzen, Rückzug, Einsamkeit, ja, auch vielleicht von sich Dingen distanzieren. Page der Kelche, man ist freundlich, aber man möchte vielleicht mit jemandem, der jetzt so ein bisschen eigensinnig daherkommt, nicht unbedingt in Kontakt treten. Man ist freundlich, aber vielleicht auch ein bisschen distanziert. Wir haben die Königin der Kelche. Das bedeutet, du solltest die Fürsorge den Dingen und dir selbst zukommen lassen, die dir wichtig erscheinen und wo du dich auch vielleicht ein Stück weit gegen etwas wehrst. Ich denke, dass du da eine Distanz zwischen dich und eine Sache oder eine Person bringen möchtest. Und da solltest du dich auch drum kümmern, dass diese Distanz gewahrt bleibt. Freundlich, aber bestimmt zu sagen, ich brauche jetzt meine Zeit für mich. Ich muss mich erholen oder ich muss noch was überlegen oder ich muss noch was arbeiten. Je nachdem, du sollst dich nicht hier von der Feuerenergie da einlullen lassen. Ich denke mal, dass da jemand möglicherweise dich von etwas überzeugen will, dir was aufschwatzen will oder vielleicht auch, ich sag mal, Macht ausüben möchte. Und davor sollst du dich bewahren. Sehr fürsorglich, vielleicht auch mit deinen Freunden, deiner Familie. Du solltest dich in deine Wohlfühloase begeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Musik.